Hello, I'm under the water. Please help me. Ah, jetzt hab ich mich wieder verbrannt wie du. Immer die gleiche Scheiße. Moin, moin und rein da. Abfahrt. Sind die mit irgendeinem Wechsel da rein schmeißen, Mann? Was soll das immer, Mann? Bist du dumm oder was? Mock das mal, mock der Ist das ein ehrenloser Schlag, ich schwöre bei Gott. Er trifft einen immer, weil man immer instinktiv rollt. Bro, es ist... Oh! Hey, Buddy blockt! Spende mit einer Meisterleistung. Soll ich das mal? Ey, Jungs, ich hatte ganz eklige Wörter, wirklich. Das war das Einfachste. Ja, aber das war doch, ist doch eigentlich easy im Fluss. Eis? Ja, Elster? Okay. Aber, ich kann es sagen. Elster ist ein Vogel. Du meinst die Elbe? Ich meine die. Oh mein Gott! Verdammte Scheiße, Mann! Inside out, die nackten Frauen, die sind versaut. Hau ab und zu ein Schimpf vor Trausch, Fritz ab auf. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir. Die ist, die hat TikTok revolutioniert, Alter, die spinnt. Wie kann ich ein TikTok zeigen? Ah ja, warte. Oder was ist das denn, Alter? In meinem Rock sind Pop-Pop-Pop. Oder ich geh da. Warte. Korrekt oder weg das? Jetzt so! Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen zu meiner Linken. Jens, Knossi, Kristalla! Yeah. Halt! So, warte mal, Entschuldigung, Jungs. Hey, Bitches, riecht sexistisch. Wir machen alle süchtig, weil das ist unser Business. Was im Griff hier? Oh, ja. Orange Morange. Hat sich gemütlich gemacht. Oh. Was ist denn da los? Ist Orange Morange seine Frau? Oder wer ist das? Oder für heute Abend eine? Ich weiß. Was ist das denn? Ja, ist seine Freundin. Offene Beziehung. Juhu, ja. Ja, also, schönen guten Tag. Mein Name ist Kilian Heinrich und ich würde gerne heute mit euch über mein Aktienportfolio reden. Ich habe da auf jeden Fall einige Investitionsmöglichkeiten entdeckt durch meine jahrelange Erfahrung im Investmentbereich und würde gerne meine Erfahrung heute mit euch teilen. Deswegen treff mich gerne auf Telegram an. Ja, guck mal an, jetzt. Au, du Alter. So, jetzt haben wir hier endlich mal ein bisschen. Jetzt haben wir. Guten Tag, liebe Damenwelt. Mein Name ist Kilian Heinrich, ich bin 25 Jahre alt, wiege leider 118 Kilo, komme aus Berlin-Pankow und bin auf der Suche nach der Liebe meines Lebens. Wenn du mindestens volljährig bist und auch auf der Suche nach der Liebe deines Lebens bist, dann melde dich doch gerne bei mir. Ich glaube, dass ich hier auf dieser Plattform genau das finde, wonach ich suche. Tschüss. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Merle, du hast letztes Match ein wahnsinnig gutes Match gespielt. Und es war gerade mal 30% deines Könns. Du bist der Beste, danke. Du bist die Beste, Merle. Nein, nicht die. Also es gibt noch jemand Besseres. Ich würde ja gerne sagen... Alter, wer war das denn, Digga? Wer war das denn, Bruder? Ach, das ist seine Freundin.
gespoilert. Ach, das kannst du wieder keinem erzählen. Moment, oh, 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 oh. Da. Ach Gott. Das. Lass mal tauschen. Ja, ich kann das. Ich hab dich vermisst. Ja, auch jetzt komm. Ja. Ja, ich kann das. Ist gerade von einem alten, von einem Video von ihm da, oder? Soll ich sie siezen oder duzen? Ich bin immer noch sehr nervös. Kannst mich siezen, alles gut. Okay. Ich dann von oben dann noch mit rüber geschaut, ob es so passt. Oder halt dann einfach. Guck mal, Marzipan, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Du bist seit 17 Monaten hier Subscriber. Und du schreibst in den Chat, wenn es um Berliner und Krapfen geht, Marmeladendöner. Würdest du hier nicht das Brot auf den Teller bringen bei mir und mich monatlich unterstützen mit dem Subscriber, dann wäre hier jetzt also wirklich ganz dünnes Eis, Freund. Dünnes Eis. Dieser Rabauke hat letztens Songs bewertet. Du. Digga, wie kann man dem Song eine 4 von 10 geben, Digga, wenn man vorher ein Jizzes eine 10 von 10 gegeben hat, Digga? Sag es mir. Wie kann man diesem Song eine 4 von 10 geben, Digga? Das ist einer der heftigsten Songs aller Zeiten. Vor allen Dingen, weil er zusammen mit Tupac und Biggie ist. Eine 6, Bruder, er gibt dem eine 6,5. Muff, Digga, ganz ehrlich, Bruder. Das Internet ist nichts mehr für dich. Brennst du? Hast du zu doll am Lack geschnüffelt? Ah, scheiß auf ihn, Digga, ganz ehrlich. Ja, scheiß auf ihn, Digga. Digga, scheiß auf ihn. Scheiß drauf, Digga. Muff, sag mir Bescheid. Das ist kein Problem, Bruder. Ich geb dir die Nummer von Jizzes und Bones, Bruder. Kannst du fragen, ob du mal Blasi-Blasi machen kannst auf entspannt.